Servus Leute und willkommen zurück zur 10. Folge Metzel, Ninja-Spiel, Samurai, Ghost of Tsushima. So, wie versprochen, wir machen heute mit der Quest weiter Tadayoris Rüstung. Die Legende von Tadayori. Schauen wir mal, ich cool finden, wenn wir die heute kriegen würden, aber ich habe natürlich keinen Plan, wie lange das hier geht. Wir machen mal eine Schnellreise hierher. Und vielleicht bekommen wir heute mal eine coole Rüstung. So, Reise nach Ort Nord-Asamo. Nehmen wir noch auf jeden Fall das Zeug mit. So was hier sein, ne? Töten Sie alle, Fürst Sakai. Ach, da unten, ach du Scheiße. Hier müsste es gehen, ja. Okay. Suche nach lila Blumen. Voll mit lila Blumen. Ist alles voll mit lila Blumen. Jo. Lila Chrysanthem. Der Musikant, der mir die Legende von Tadayori erzählte, erwähnte sie. Sie könnten zur lila Krone führen. Schau mal, lila Krone. Ja, müssen wir da hoch. Wir gehen einfach mal weiter hier. Die Musik ist cool. Wow. Okay, was ist das da hinten? Die lila Krone. Hier könnte Tadayoris Rüstung sein. Schau einfach mal. Weihrauch. Kürzlich verbrannt. Untersuche die Spitze. Etwas in diesem Behälter da. Eine Karte zu Tadayoris Ruhestätte. Okay, wir sind hier auf dem Berg. Es muss eigentlich... Komm, wir gehen mal hier runter. Was denn?
Alter. Scheiß Adler irgendwie erledigen. Dann schau mal hier runter. Irgendwo muss halt ein Haus sein oder so. Die andere Seite. Seid ihr so feige? Okay. Mal schauen, haben die noch ein paar Mats oder so? Okay, wenn das jetzt der Berg ist, dann müsste hinten eigentlich ein Haus sein, oder?
Hier könnte das doch sein, oder? Ding, ist es ein Fluss oder ist es ein Weg? Traut euch nur! Könnte vielleicht der Fluss gemeint sein? Ich muss jetzt schauen, ist hier irgendwo ein Haus? Da ist ein Häuschen, okay. Also müssen wir genau geradeaus dort durch. Okay. Gehen wir mal, brauchen wir irgendwie so einen Höhleneingang, dann schätze ich. Noch mehr lila Chrysanthemen. Tadayoris Ruhestätte könnte nah sein. Ja, es wäre schon verdammt cool, wenn wir jetzt die Rüstung finden würden. Wo ist das Vieh? Da ist doch gut aus. Da schaut es doch gut aus. Klippen hier sind zu steil. Es muss einen anderen Weg geben. Da geht's rein. Sieht der Papa doch. Tadadoris Ruhestätte. Okay. Okay, sind einige gestorben. Eine Karte, ähnlich der von der Lila Krone. Aus der Arena hier. Tadayoris Ruhestätte. Cool gemacht. Geil. Untersuche den Friedhof. Die Legende von Tadayori. Wessen Gräber sind das? Das Räucherwerk der Lila Krone. Kürzlich entzündet. Okay, also ist hier vielleicht noch jemand? Der Fluss der Zeit versiegt. Tadayori hat nun Ruhe. Ein Bogen durchschlägt viele. Das Wappen des Nagao-Clans. Tadayoris Clan. Was tut ihr hier?
Verlass diesen Ort! Ich suche keinen Kampf. Ich bin Jin Sakai, Neffe von Fürst Shimura. Ihr seid ein Lügner und ein Dieb. Verteidigt euch! Oh. Okay, Schwertkämpferin. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Oh, Alter. Okay. Die ist auf jeden Fall machbar. Muss erst mal schauen, was die so drauf hat. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ihr wagt es, Tadayoris heiligen Boden zu betreten. Ihr beschmutzt Tadayoris Erbe, die... Da! Ey, ey, ey. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ei. Die ist wieder vorbei. Ihr wagt es, Tadayoris heiligen Boden zu betreten. Ihr beschmutzt Tadayoris Erbe, die... Okay, die ist ja doch nicht so leicht machbar. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ihr wagt es, Tadayoris heiligen Boden zu betreten. Ihr beschmutzt Tadayoris Erbe, die... Das ist nicht möglich. Ihr beherrscht diese gestohlene Klinge gut. Nein! Da will ich zu gierig werden. Ist eigentlich nicht schwer. Man muss nur schauen, was man halt macht. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Hier bist du viel verkackt. Ich tue dir doch runter, ich verstehe es nicht. Tadayoris heiligen Boden zu betreten. Ihr beschmutzt Tadayoris Erbe, Dieb. Wir
sollten die Mongolen bekämpfen, nicht einander. Ihr seid nur ein dreckiger Aasgeier. Oh, ich verstehe das nicht. Ich tu dir doch parieren. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ihr wagt es, Tadayoris heiligen Boden zu betreten. Ihr beschmutzt Tadayoris Erbe, die... Wir sollten die Mongolen bekämpfen, nicht einander. Ihr seid nur ein dreckiger Aasgeier. Sie ist überkommen, aber kannst nicht ausweichen. Das ist nicht möglich. Ihr beherrscht diese gestohlene Klinge gut. Oh, endlich. Halt, mein Herr. Sie ist eigentlich nicht schwer. Man muss nur im richtigen Moment die richtige Taste drücken. Tadayori-Geschlechts. Ich hörte, die Samurai wären alle tot. Ich hielt euch für einen Plünderer. Ich bin kein Dieb. Doch ich suche die Rüstung eurer Ahnen. Und ihr wäret ihrer würdig, Fürst Sakai. Doch die Rüstung ist weg. Und sie ist nicht auffindbar? In einer alten Schriftrolle heißt es, Tadayori wacht über die Asamo-Bucht. Auf ewig. Das ist vermutlich ein Hinweis auf das Versteck der Rüstung. Tadayoris Rüstung machte ihn sehr schnell und ließ ihn tödlich zielen. Tragt sie, um Unschuldige zu schützen, wie auch er einst die Asamo-Bucht beschützte. Mei. Wache über die Asamo-Bucht. Vielleicht die Klippen hinter der Stadt. Schon so gefreut jetzt, dass er jetzt die blöde Rüstung kriegt, wenn ich die blöde Tante hier... Okay. Asamo-Bucht, wo bist du? Hier, oder was? Oh, das ist ewig weit. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier eine Schnellreise hin und dann mit dem Viertel, mit dem Hütte, wenn wir dann da hinreisen. Super, kommen wir hier wieder nicht runter, oder? Schön hier entlang. Das machen wir später. Ich will jetzt diese blöde Rüstung haben. Bye.
Müssen wir gleich da sein? Das war mir klar, dass ich da wieder rein muss. Aber er sagt eigentlich vorbei. Rennen. Oh, sind Kriegsschiffe. Ja, war mir klar, dass ich da wieder rein muss. Da oben, sagt er mir. Okay, können wir da irgendwie hoch? Wahrscheinlich wird so ein Ausguck sein auf diese Festung dort. Und lass mich raten, da wird die Rüstung bestimmt in der Festung sein. Hier werden diese Blumen wieder. Lila Chrysanthem. Sie haben den Musikanten. Oh, ernsthaft? Eieiei. Wollen wir langsam machen? Sie haben den Musikanten. Stirb!
überlebt ihr noch? Alles wird wieder gut. Mein Herr, wie habt ihr uns gefunden? Ein Nachkomme Tadayori schickte mich hierher. Was ist mit euch passiert? Ein mongolischer Spion fand eine vergessene Schriftrolle von Tadayoris Erstgeborenem. Sie zwang mich, sie zu entziffern. Und sie führte uns hierher. Sie haben also die Rüstung. Nein, ich führte sie in die Irre, da ich auf euer Kommen hoffte. Das war riskant. Es hat sich gelohnt. Ja, hoffentlich, Mädchen. Die Rüstung ist unter diesem Denkmal versteckt. Nehmt sie an euch, mein Herr. Ein Denkmal an Tadayori. Oh. Tadayoris Rüstung. Unglaublich gut gearbeitet. Okay. Ja, ist doch schon mal was. Zurück, Musikant. Ich halte euch die Mongolen vom Leib. So konnte Tadayori also hunderte Piraten allein besiegen. Es kommen noch mehr. Geht es euch gut? Ja, mein Herr. Oh! Sie.
Oh, das ist ein Scheißdreck. Doch scheiße, ganz ehrlich. Oh. Das ist ein Piss. Wie soll denn das gehen? Oh Gott, das wird doch länger dauern, Leute. Schaffen wir doch niemals, wie soll das gehen? Ready?
öffnen! Dorso! Durgut! Dorso! 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 So! Das Geist! Dorso! Es kommen noch mehr. Geht es euch gut? Ja, mein Herr. Dorso! Hurgen! Oh! Meine Güte! Die Rüstung ist perfekt für einen Schützen. Meine Geschichte fand das richtige Publikum. Und nun wird es für mich Zeit, weiterzuziehen, mein Herr. Oh, die Legende von Tadayori. Okay. Scheint auch ein Riesenlager zu sein. Da ist ein Fuchsbau, oder? Keine Ahnung. Verbesserte Schwertschmied. Da könnten wir eigentlich mal hinschauen. Könnten wir unser Schwert vielleicht mal ein bisschen aufbessern? Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Nee. Ich wollte jetzt erstmal das Schwert machen. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Oh, ich brauche einen Stahl oder was? Es wird euch gefallen. Danke. Möge euer Stahl uns Glück bringen. Wie sitzt eure Rüstung, mein Herr? Schon. Habe ich den Schutz, den ihr braucht? Tadayoris Rüstung. Komm, wir machen es mal. Viel besserer Schutz. Der hat einen komischen Hut auf. Ist jetzt aber kein Stat drauf, oder? Ist eigentlich nur zum aktuell nichts ausgerückt.
Nein, wie wird das hier? Der Bogenmacher, oder? Oder wenn wir jetzt... Bogen verbessern, Herr? Da können wir, glaube ich, nichts, oder? Materialien. Vorräte. Okay. Hier können wir also nichts mehr machen aktuell. Fallensteller können wir was machen. Fallensteller, okay. Okay, so sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier haben wir was zu tun. Ronin Kleidung. Der gebrochene Schmied war ein Haufen zu tun, ey. Ja gut, Leute, ich würde aber trotzdem sagen, machen wir an der Stelle Schluss und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich muss selber mal ein bisschen schauen, was wir jetzt da machen könnten. Das ist eigentlich... noch ziemlich viel zu tun. Ich denke mal, dass ich dann hier mit dem Fragezeichen weitermachen werde. Und dann halt hier so in die Richtung mal rüber gucke. Hier hoch, hier lang. Einfach alles mal ein bisschen abgrasen. Ist auch noch ein Fragezeichen. Also alles einfach mal ein bisschen abgrasen. Genau, dass wir langsam vorankommen auch. Hier ist, glaube ich, Hauptstory. Ah, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Das Fallsteller muss ich mir dann auch mal anschauen. Na gut, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.